Ein herzlich Moin Moin an alle durchgeknallten. Und hier ist wieder euer Buffy. Ja, und eure Annemarie. Jawohl. Also, ich fände es schon interessant, dass ich immer, wir haben übrigens Freddy. Okay, dass ich immer Buffy sage und er sagt immer Annemarie. Anstatt dass er, wenn ich Buffy sage, aus Respekt müsste er Virus sagen. Anstatt, wenn ich Jochen sage, müsste er Annemarie sagen. Also. Nee. Den Namen hast du dir leider weggeholt. Ja, aber und nur, wenn du live streamst. Erst bei mir. Ja, ich bin am Generator, alles gut. So, wie ihr seht, Flink dabei, schnell und leise, Leichtgewicht und eiserne Wille habe ich dabei. Und die Lutte fängt. Ming ist bei mir am Start im Hasenkostüm. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du für Perks mit? Also, ich habe Niederwild dabei. Oh, Killer bei mir in der Nähe. Auch selbst, ein schönes Perk? Selbstfürsorge, Sprintboost und städtische Umgehung. Das heißt, in der Hocke ein feuchtfröhliches, aber doch schnelles Kriechen. Ja. Städtische Umgehung ist schon nicht schlecht, das Perk. Besonders dann, wenn man im Sneak-Modus sein möchte. Na. So, ich werde jetzt nicht abhängen. Ach, es wurde schon abgehängt. Okay, wunderbar. Er ist hinter mir her. Ja, ich hab's ab. So, dann hoffen wir mal, dass er keine Traumpaletten hat. Okay, er macht aber auch keine Paletten weg. So, lolle. Jetzt macht er sie doch weg. Ich gehe mit ihm Richtung Scheck. Ja, ich hab da erste Generator an. So. Oh, da lässt sie auch noch knallen, hör mal. Läuft, sonst bin ich ja eigentlich der Knaller hier. Also er hat Blutfetzen dabei. Alles klar. Er hat von mir abgelassen. Ja, jetzt ist er bei uns. Er jagt die andere jetzt wieder. Ich löse mal schnell die Blutfetzen aus. Und dann wecken wir uns einfach mal auf hier. So, ich mache in der Scheck schnell ein glanzloses weg. Und in der Scheck ist auch der Keller, nur zur Info. Oh, hier ist ja nichts. Hier hinten tickert noch ein Generator. Ich habe den erst auch in der großen Hütte hier hinten. Ich mache den Gen in der Scheck. Okay. Hast du Totem gemacht? Ja. Wie viele schon? Ich habe ein glanzloses eins, jetzt. Eins gerade weggemacht. Okay, er täuscht an. Er täuscht auf jeden Fall an. Dass er zu irgendwelchen Gems geht? Nein, ich bin in der Scheck noch. Ja, blutschätzt dich auch. Okay, achso, ja, ich weiß, wo das ist. Die andere sitzt hier am Generator, das heißt, ich werde mich dann mal darüber machen. Ja. Ich laufe dann hinten rum. Ich denke mal, der wird gleich zu mir porten. Oder auch nicht. Ja, scheint bei mir sehr ruhig zu bleiben. Es ist auf der anderen Seite, wo die am Generator saß. Ich habe die jetzt abgeguckt. So. Ja, wunderbar. Hälfte Gen habe ich schon mal geschafft in der Scheck. Aber man merkt eben halt bei dem Freddy jetzt gerade, dass er doch sehr, sehr schnell aufgeben tut, besonders dann, wenn man gut juken kann. Beziehungsweise, wenn du einen guten Spot hast, wie zum Beispiel die Scheck. Lass mir jetzt hinterher. Ja, Jen ist bei mir 90% fast fertig. Okay, er portet sich irgendwo hin. Oh. Nein, ich bin fast auf Palette gekommen. Oh. So, Jen ist fertig. Ja, das war dein, okay. Komm in deine Richtung runter. Das hat nicht funktioniert mit der Taschenlampe. Tut mir leid. Okay, wo bringt er dich denn hin? An welchen Haken? Hier hinten, wo der Generator tickert. Ja. Boah, bleib mal stehen hier. Komm her. Dann will ich mal eben schnell hoch. Die Crewette müsste in deiner Nähe sein. Ja, die ist in der Nähe. Er geht in, weiß nicht, eure Richtung. Sie sieht zumindest aus. Nee. Er wäre auf jeden Fall da vorne. Vorm Haus. Okay. Ja, er ist wieder bei uns gewesen. Ja, ich werd geheilt. Wir kommen in deine Richtung. Können wir uns da an den Gen ransetzen noch? Ja.
Aber es ist das Gute, dass er nur Blutfetzen dabei hat und keine Fake-Paletten. So, wir sind alle wach. Wunderbar. Okay, ich laufe mal rüber zu dem Verletzten. Bin schon unterwegs. Bleib du da wegen dem Generator. Ja, wir können den jetzt schnell zusammen hochheilen. Ist mir auch egal, können wir auch machen. Ich hätte ihn jetzt eigentlich aufgehängt. Macht eigentlich mehr Sinn, als irgendwie die Survivor liegen zu lassen. So, heil mal schnell durch. Dann könnt ihr mich nochmal schnell hochheilen. Oder auch nicht. Okay, er folgt nicht mir. Er folgt nicht mir. Magst du mich hier kurz hochheilen? Ich bin hier. Im Gebüsch bin ich. Ach so. Ja, ich hab. Jetzt muss irgendwo ein Totem sein. Ja, ja, das Totem ist direkt hinter mir. Okay. Mach ich gleich weg. Was? Oh, oh. Oh, hat er sich gesehen. Ja. Mach du weiter den Jenny, ich hänge ihn gleich ab. Ich mach nur das Totem eben. Ja, die Generatoren sind schon. Ja, die anderen. Oh, wow. Okay. Ja, schön abgefarmt. Ja, und hat wahrscheinlich keine eiserne Wille gehabt, um den abzuhucken. Du kannst ja versuchen, den hochzuhalten. Eiserne Wille? Weil für Borrowed Time, aber Borrowed Time bringt nichts, wenn die Claudette im Traum ist. Das haben sie doch damals geändert. Dass Borrowed Time bei Freddy nur im. Nicht im Traum funktioniert. Ach so, ja. Ich vergesse das jedes Mal. Okay, die Claudette wird aufgehoben. Ja, da wo die ist, ist auch der andere Generator. Die Generatoren sind eigentlich gut auseinander, aber. Wir kommen schnell zu dem hier mit. Das wird eng mit dem Generator. Den ziehen wir jetzt durch hier. Noch ist die andere nicht am Haken, jetzt ist sie erst am Haken. Er hat nur angetäuscht. Erste Person tot. Vierter Gen ist fertig. Das ist eigentlich sehr gut für uns. Ja. Läuft. Vier Gens schon fertig. Und guck mal, überleg mal, wir sind jetzt gerade mal 8 Minuten in der Runde. Ich habe hier oben auf dem. Ne, der auf dem Hügel, der ist fertig. In der großen Hütte da hinten. Ah ja, läuft den anderen da hinterher, zur richtigen großen Hütte. Hast du irgendwie bei einem Killer-Check da unten? Das ist bei mir, ist bei mir. Killer-Check der Gen ist fertig. Da muss ein Dreier-Gen-Taktik, hier muss noch irgendeiner sein. Eieieiei, die 8 Meter Arme sind wieder am Start. Wir kennen's bei Freddy. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass ich hier irgendwo flink schnell triggern kann. Mein Perk ging gerade an. Ich weiß noch nicht. Und das kann auch sein, dass es eine Falle gewesen ist von Freddy. Das heißt, 3 Generatoren müssten hier noch sein. Sehr langsam unterwegs gerade. Und da, wo ich liege, ist auch die Hedge. Aber er hat hier keinen Haken gerade in der Nähe. Er hat keinen Haken in der Nähe. Mach den Gen, mach den Gen. Mach. Keiner macht den Gen gerade. Ja, der ist auch schon fast runter hier. Das ist mein Vorteil. Er hat keinen Haken hier. So, dann gehen wir gleich mal wieder in die gleiche Richtung. Und das ist mein Vorteil. Er würde mich nicht wegkriegen. Mach Jens, mach Jens, mach Jens. Hi, du bist da bei dem, wo dir der Generator ist. Warte, dann gehe ich in die. Ich bin in der großen Hütte, gehe ich jetzt. Da müsste der noch sein. Ich weiß doch nicht, was die andere Person macht. Die macht, glaube ich, einen Totem gerade. Nee, sitzt am Gen, sitzt am Gen. So, ich habe mal knallen lassen. Vielleicht kommt er ja gleich hier rüber. Er muss erstmal einen Haken finden. Wenn du blocken könntest, das wäre mega. Er lässt mich liegen. Achtung, er kommt zu dir rein. Warte. Ja. Hat ja gar nichts gemacht hier. Achtung, er kommt.
Er hat hier hinten einfach keinen Haken mehr, deswegen kann ich hier noch mal ein bisschen weggehen. Der andere sitzt am Gen, Ja, das bringt mir jetzt das Genick mit dieser scheiß Blutfetzen. Ja, hat mir das Genick gebrochen. So, mal schauen, was der andere jetzt macht. Was gut ist eben halt, er kann mich nicht hier hinten aufheben. So. Er tritt hier den Generator. Ja. Ich werde auch kommen. Das ist ja euch teleportiert. Ja, ja. Ich kann mich jetzt erstmal hier hoch. Bin gleich auf dem Wege zu dir. Aber ich muss mich erst hochheilen. Andere ist schon unterwegs. Okay, perfekt. Der Killer ist bei dir. Ja, der ist noch bei mir. Okay, ich versuche den Gen hier mit einer großen, Maus zu machen. Ah, ich richte Killer, check, Killer ist wieder hier. Okay, ich setze mich jetzt mal ran. Also wir können es auf jeden Fall locker noch schaffen, den letzten Gen noch fertigzustellen. Oh, ist das eine Nudel? Rauskommen. Da hat er hier die Palette im Killershack gezogen. Das ist eine Nudel, ey. Oh, eine wichtige Palette, wenn du willst, komm auf die andere Seite. Nee, da will mich. Okay. Ist mir hinterher. Ach, ich bin mal Killershack. Zieh. Weißt du, wie lange ich dann noch was machen kann? Oh, er portet sich irgendwie. Er täuscht zumindest an. Er ist immer bei mir. Er ist wieder, er ist bei mir. Ja, ein bisschen hinhalten konnte ich ihn. Ich versteck mich mal hier hinten. Also er läuft natürlich jetzt die Gens ab, er tritt mal ein. Ja. Okay, er ist wieder weg. Setz mich wieder dran. Ja, ich heile mich gerade erstmal zu Ende. Er hat nur angetäuscht. Hä? Glanzloses. Also er täuscht sehr gerne an, merke ich gerade. Ja, ich habe es auch gehört. Er will uns jetzt auf Trab halten, damit wir den Generator nicht fertig kriegen. Was ist das? So. Ja, was zu dieser blöden Eieruhr. Nee, er ist bei uns, er ist bei mir. Wo bist du? Im großen Haus, nach den Gen dort hinten. Ja. Komm. Ich setz mich wieder dran hier im Haus. Er verfolgt den Random. Ja, die sind beim großen Haus übrigens, ne? Ja, ich weiß. Hat doch gerade gesagt. Ja, ich bin draußen am Haus. Der dürfte noch nicht tot sein, wenn er hängt, meine ich zumindest. Nee, der müsste zweite Phase sein. Ich hänge den jetzt direkt ab. Der haut die Tür kaputt. Ja, ich laufe weg. Der Gen ist zwar auf 90, aber... geht gleich dort weg, dann kann ich gleich wieder reingehen. Ja, komm zurück, mach den Gen. Ja. Bin auf dem Weg. Er hat aber Popcorn Wiesel. Pack den jetzt. Das schaffen wir auf jeden Fall. Der Generator will das jetzt wissen, die Conchita. Ich versuche ihn mal wegzuziehen. Ja. Ich suche mal einen anderen Generator, wo der Random vorher dran war. Keine Paletten mehr. Er ist bei mir. Das war nix. Okay. Ich zieh ihn weg. Ja, alles. Nein, er ist bei mir. Ich rede zu Killershack. Mach den Gen. Nein. Er verarscht euch. Er ist bei mir. Wow. Aber gut, ich hab doch mehrfach gesagt, er verarscht. Ja, aber er stand schon feiner hier, weißt du? Das ist merkwürdig. Der andere ist auch hier. Einfach den Gen machen.
So, jetzt hat er von mir abgelassen. Oder auch nicht. Mach den Gen, mach den Gen, mach den Gen da im Haus. Alter, wie denn? Der ist doch mir hinterher. Nein, der ist nicht hinter dir her. Doch, ist er. Hä? Der ist hinter mir, ja, wenn ich das sage, Buffy, dann ist das so. Ah! Nein. Oh. Dann mach ich den Gen im Haus fertig. Ja, mach. Verdammte Wichse, ey. Siehst du, hab ich gesagt, das ist hinter mir her. Eieiei. Dann mach den Gen jetzt hier an. Ich hab. Oh. La, la, la. So, ich mach das Tor. Ich mach das Tor hinter dem großen Haus auf. Nein! Scheiße, ich dachte. Ihr seid beide bist da oben. Bist du tot? Ja. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Einer muss ich opfern. Einmal. So, dann fahren wir nochmal ein bisschen hoch. Wollen noch ein paar Punkte holen. Aber wir haben es trotzdem gut hingemacht. Also. Der Freddy hat es auf jeden Fall nicht so gut gespielt. Okay, und dann gehen wir lieber raus. Überleg mal, 16 Minuten, fast 17 Minuten für die Runde. Ja. War auf jeden Fall sehr spannend gewesen. Sonst zum Ende hin. GG. Plate. So. So, punktemäßig mega, knapp 28.000, das sieht gut aus. SWF? No. So, was hat er denn dabei gehabt? So, Uneinigkeit. Das Beste kommt zum Schluss. Bobgoss Wiese, das hatten wir mitbekommen. Und Barbecue. Ja, ich würde sagen, trotzdem eine sehr gute Runde, auch wenn jetzt Annemarie gestorben ist. Ah ja, aber ich hab wenigstens dafür gesorgt, dass die Generator fertig machen konnten. Ist auch schon mal viel wert, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ärgerlich war es natürlich, dass die Claudette so früh rausgeholt wurde, also aus dem Spiel. Das fand ich ein bisschen schade. Aber nun ja, kann man nichts machen. Nichtsdestotrotz war es eine schöne Runde gewesen. Sie war spannend gewesen. Und ich denke mal, wir haben trotzdem alle gute Punkte gemacht. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut auf jeden Fall in die Infobox rein. Da findet ihr alle Links zu allen Sachen, zu unserem Twitch-Kanal und auch natürlich zu dem Kanal zu Annemarie. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Runde wiedersehen würden. In diesem Sinne, haut rein und tschö mit Ö. Ciao mit V.